So, ja, läuft. Das ist Nostravia, oder was? Nostravia. Okay. Tja, dann Prost. Mhm. Prost. Sie hören ein Ayran in Plastikbechern Zusammenstoßgeräusch. Felix. Super, Moment, ich kann ein Zischgeräusch. Bitte, ich kann ein Zischgeräusch mit Limo. Ja. Naja. Das geht sicher aus. Das ist besser. Jetzt Spoing, jetzt, es war ein alkoholfreies Zischgeräusch. Ne? Ja. Zischt mehr als Ayran. Okay. Das war ein Orangen-Limo-Zischgeräusch. Mhm. Der schmeckt aber nicht scharf. Ja. Ich hab so den Verdacht, dass mit deinem. Und ich sage Prost, die Damen, Prost, die Herren. Ja. Willkommen beim Biertaucher Podcast 262. Wir schreiben den 28.06.2016, befinden uns in einem kleinen Innenhof im alten AKH. Und heute sind dabei der Horst, die Anna, der Gregor und der Stefan. Und der Dennis lässt sich entschuldigen, kommt heute nicht. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Voconic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz, aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer und ans Klebemonster, insbesondere wer uns diese gar formidablen T-Shirts spendiert hat. Und ich bin heute super schick in einem super frischen Biertaucher-T-Shirt vom Klebemonster, in das ich sogar hineinpasse. Ja. Ich habe es auch schon getragen, also mehrere Male. Er hat es heute nicht ganz geglaubt, aber ich meine es auch schon. Ich habe es ja schon gewaschen und es schaut nach dem Waschen genauso toll aus wie vorher. Ja, okay, also das hat schon mal gehalten. Taugt sogar was, ja. Also wer Biertaucher-Fan sein Fandom zeigen will, am Körperdrang an Klebemonster twittern. Der wird es jetzt frei. Der wird es bedanken. Sicher Bestellungen entgegengeben. Obwohl, dann müssen wir halt... Merchandise. Für einen guten Preis machen. Wir haben ja schon Anfrage gehabt, euch auf Twitter, wie man an die T-Shirts reinkommt. Oh echt? Ah ja, ich habe eh geschrieben, aber da ist da nichts zurückgekommen. Nein, oh ja, es ist zurückgekommen, dass die Größe nicht passt. Ach so. Die M statt X. Ah, so. Okay. Jo, das ist ein super Teaser, den wir heute machen. Ja, ja, stecken wir ein in den Teaser, oder? Also ich erzähle euch von Ostbahn 11, die Bande oder die Band, je nachdem, und von Phoenix. Mhm. Ich erzähle diverse Kleinigkeiten, die sich angesammelt haben im Laufe der Woche. Ja, der Ansammlung kann ich mir anschließen. Schön. Und ich habe überhaupt nur, ich erzähle über ein Spiel, das mich in seinen Bann gezogen hat die ganze letzte Woche. This War of Mine nennt sich das. Ja. Ich kann vielleicht beginnen, ein sehr kompliziertes Buch zu rezensieren, was ich fast fertig habe. Postkapitalismus. Okay. Aber ja. Gut, dieser aus? Dieser aus. Ja. Termine. Ja. Lasst mich jede rituell hoffnungsvoll fragen, gibt es einen Biertaucher Terminbeauftragten? Bietet sich jemand dazu bereit? Nein, nun gut. Tumbleweed. Lasset uns dann die Biertaucher Termine verlesen. Auf dem Zettel haben wir mal keine. Aber du hast doch gesagt, es gibt ein Podcast-Treffen. Das ist richtig, aber ich bin nicht mehr ganz sicher und mein Kalender geht nicht weit genug. Das kündige ich das nächste Mal richtig an. Das und ist aber oder wir schreiben es in die Shownotes. Das schreiben wir sowieso in die Shownotes, ja. Das heißt im September, ja. Dann kündige ich mal ganz, ganz sportlich an, dass ich wieder radeln möchte am Freitag, weil ich wieder das Dings. Nein, es heißt eine Blade Night, bei München heißt es Blade Night, es heißt Friday Night Skating ist. Mhm. Da möchte ich gerne wieder radeln. Ich weiß nicht, wer das jetzt so mit. Jetzt müssen wir schauen, radelt, dass wir den Podcast vor Freitag online stellen. ja, das ist. Hast du auch jetzt keine Rollerblades? So. Auch da, das habe ich ja komplett ausgelassen. Ich wollte noch Rollschuh. Hast du noch Rollschuhe? Ja, das habe ich schon gemacht. Oh, das kommt jetzt wieder. Ich weiß jetzt, ja, ich habe letztens mit einer getwittert, die ist so, ich weiß nicht, die geht so auf die 30 zu und die ist jetzt in einer Kunstrollschuh-Dinge Freizeit. Also das ist so mit Training und so richtig. Boah. Das kommt echt wieder. Vielleicht kommt auch sowas wie Rollschuh-Disco wieder, das wäre auch freakig. Ja. Wer weiß. Ja, weil die hat mir das ganz, ganz, ganz gefreudig. Die hat immer gesagt, sie müsste mehr... Konzentration bitte. Ja. Haben wir noch Termine? Das ist ein schönes Thema. Also beim letzten Mal ist eine Roller-Mannschaft mitgefahren.
Ah, okay, wirklich, mit Rollschuhen. Ja, also nicht mit Inlineskates, sondern mit 2-2. Ah, und ja, nice. Schuh, genau, so wie die Rollschuhe eben früher waren. Und mittlerweile habe ich meinen Termin auf der Reihe und meinen Kalender unter Kontrolle. Bitte? 16. September, 18 Uhr im Sektor 5 ist das nächste Podcasting-Meetup. Sehr schön. Teuflisch waren immer die Stopper bei den Rollschuhen. Ja. Das war die, meine beste Methode, ganz schnell sich zu verletzen. Am besten so auf Pardon und so. Meine ersten Rollschuhe hatten keine Stopper. Ja, das die sollte man, die hatten aber auch noch so unter die Schuhe drunter geschnallt. Ah ja, die kenne ich. Ja. Du möchtest gerne... Du findest das so ein Retro-Sport, und dann, begeistert dich voll jetzt hoch. Und dann Karosseriebremse? Das konnte man dann ausschwingen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nein, ich nicht. Meine Schwester hat immer mit den Knie hat sie mal also bremst. Meine, ich weiß es nicht. Meine Anschnallschuhe hatten vorne einen Stopper. Vorne einen Gummiknöppel. Ja, genau, der teuflische. Nein, weißt du was? Da war, glaube ich, hinten so ein Blech oder sowas. Ich weiß, das ist schon wahnsinnig. Nein, ich mache jetzt mit und zeige euch, wie absurd das ist, am Thema vorbeizulabern. Es gab nämlich einen Film, der wurde in München gedreht und nachher als Computerspiel auch gamifiziert. Und der hat meines Wissens Rollerball geheißen. Und da fahren sie im Rollstuhl im Kreis und streschen sich und tun dabei einen Ballfanger. Ne? Das ist ein sollte man gesehen haben. Ja, ein wunderbarer dystopischer Science-Fiction-Film. Ja. Mit dem Kahn in der Hauptrolle. Ja, super. Ist gut. Gab es auch einen Gimmick in der Zeit. Um das jetzt abzurunden, sind auch mit so Rollschuhen gefahren, mit vier Radeln. Also nicht mit so in einer Linie wie die modernen so Skater. So Roller-Derby-mäßig. Roller-Derby heißt das. Mhm. Die hatten noch irgendeinen Namen. Und wenn man den Namen nicht gesagt hat, dann war man uncool, oder? Ich weiß es aber nicht. So deep war ich nicht in der Szene. Ja, ich auch ich nicht war so. Jung. Ach so. Ja, du bist heiß schon aufs Feedback, oder? Ja, ich habe nämlich Kraft super toller Vorausplanung es geschafft, das Feedback auszudrucken. In Dreipunktschrift? Ja, und jetzt ist es noch hell genug, dass ich das noch erkennen kann, ohne Sehhilfe. Und ich möchte hiermit zur rituellen Feedback-Verlesung schreiten. Also alle Feedbacks, die ich seit dem ersten Feedback nicht verlesen habe, die seither dazugekommen sind. In Kürze unwichtige Sachen lasse ich weg, und zwar... am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast, und da der starke Wien-Bezug ist für mich als Hörer aus einem anderen Bundesland gefühlt wenig relevant. Die Aufgaben für Anna und die Lösungen haben mir allerdings sehr gut gefallen. Das schreibe ich jetzt aber nur, damit das Feld nicht leer bleibt. Und mir gefällt die Themenvielfalt, die Nerd-Themen, auch Gadget-Geifern. Was? Gadget-Fern. Wenn überlegt wird, ob Strickmuster Turing vollständig sind. Yeah. Okay, das war ein österreichischer Hörer. Und was ich euch immer schon sagen wollte, ich schätze euch sehr und warte immer sehnsüchtig auf die nächste Episode. Abgesehen davon blockiert mein Adblocker das Bild im Amazon-Link, wodurch dieses nicht klickbar wird. Ihr hättet schon mehr Geld, wenn ich die URL nicht aus dem Quelltext kopieren müsste. Ich hätte mir natürlich ein Lesezeichen setzen können. Methodisch inkompetent... http://inkompetent.de verwendet ein lokales Bild für den Amazon-Link. Ich will, dass dieses Feedback im Podcast erwähnt wird, egal. Ich kann dazu sagen, ich hätte natürlich schon gerne mal Geld, dadurch, dass ich immer brav diese Amazon-Bilder reinkopiere, aber seit 5 Jahren habe ich, glaube ich, gesagt, 2 Euro verdient. Letztes Mal habe ich gedacht, ja super, dann mache ich das gleich so mit diesem Bild, aber es waren dann schon so zart, die Shownotes machen, und ich war zu faul. Also, ich habe das im Kopf, und falls ich mal sehr viel Energie habe, mache ich das mit statischen Links statt mit diesem Amazon-Embed, weil die auch ein paar andere Nachteile haben. Sie machen die Seite langsam und manchmal funktioniert es dann nicht gescheit beim Reloaden. Ja. Okay. Aber es ist halt wieder Aufwand. Wieder mehr Aufwand. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwann einen Shownotes-Sklaven, der für mich alles macht, und ich nörgel dann nur ein bisschen. Vielleicht kannst du es dann mal herskippen oder so. Ja, ja. Genau. Okay, weiter mit dem Feedback. Dann haben wir noch eines. Hier ist jemand anderer. Am unnötigsten finde ich beim Biertaucher-Podcast teilweise Sticheleien gegen Systeme wie macOS, iOS, alles kommt bei euch aber zum Glück selten vor. Genau, das habe ich ja schon gesprochen. Mir gefällt ungezwungene Atmosphäre und die gewaltige Nerd-Kompetenzen der mitwirkenden Person. Stefan schaut jetzt entsetzt. Zweifelnde Blicke. Da warst wahrscheinlich du gemeint, Stefan. Selbstverständlich. Und was ich euch immer schon sagen wollte, bitte, bitte,
bringt auch Kapitelmarken im MP3 mit Auphonic als Webdienst total easy. Itself, beziehungsweise zusätzlich auch als PSC, Podlove Simple Chapters, steht auf meiner To-Do-Liste gleich unter mein Leben in Ordnung bringen und meinen Schreibtisch aufräumen und meine Steuererklärung machen. Also, ja, ist bei uns auch schwierig von am Workflow her, weil wir ja... Du hast gesagt, ich könnte ein Skript schreiben, was das macht. Also es müsste technisch sogar machbar sein. Mhm. Ich will, dass dieses Feedback im Podcast erwähnt wird, ja, aber anonym. Gut, nächster ist, am unnötigsten finde ich die lokalen Wiener Ereignisse und mir gefällt die nerdigen Dinge, Punkt. Mhm. Aus Deutschland und ich interessiere mich unter anderem das Kursleben von Horst, aber gern mehr Programmierthemen. Das hast du selber geschrieben, oder? Nein, ich bin ja auch nicht aus Deutschland. Und was ich außerdem immer schon sagen wollte, Horst wollte vor einiger Zeit über seine Erfahrungen beim Unterrichten der Programmierung in C berichten. Ah ja, genau, noch warte ich darauf. Habe ich da was verpasst? Ich glaube, ich bin letzte Woche drauf eingegangen. Aber ich daume natürlich, dass sich jemand für mein Kursleben interessiert. Also wirklich viel hast du nicht drüber erzählt, inhaltlich. Ja, weil es halt... ich habe auch nicht viel gemacht. Ach so, okay. Aber es war die Arduino-Story, das war ja nicht schlecht. Ich werde eine Rubrik aus dem Kursleben einbauen. Genau, ja. Gut, wir sind schon beim drittletzten. Am unnötigsten finde ich, wenn nicht von allen Bier konsumiert wird. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich muss gestehen, wir haben jetzt alle kein Bier getrunken, sondern nur Eier. Ich mache gleich den zweiten Eier an. Rituelle Bierverpflichtung. Okay, und mir gefällt Tech-Themen, Reise, Unterrichtserfahrung von Horst, Spiel, Kinoberichte von Gregor. Oh, schön. Super. Das ist auch aus Deutschland ein Feedback. Dann, ich interessiere mich für folgende Randthemen, statisch typisierte Programmiersprachen. Und was ich euch immer schon sagen wollte, ihr könnt die Hörerinnen ruhig duzen. Ja, das liegt, glaube ich, geht an dich, Horst, oder? Weil da ja, ich halt bleibe eben beim Sie, ich bin zu altmodisch, aber ihr könnt es gerne duzen. Und ich will, dass das Feedback erwähnt wird. Ja, und zwar ist das vom Berliner Eremit. Mhm. Ah. Cooler Name. Der sagt dir was? Oder? Nein. Stell dir mal schwer vor, in Berlin als Eremit. Okay, so wir kommen zum vorletzten. Am unnötigsten finde ich beim Biertaucher Podcast Essgeräusche. Ein Klassiker. Tja. Der Podcast war jetzt schon gut. Ja, ich muss auch dazu sagen, esst einmal beim Gary Bankeber. Das ist einfach schwer, den nicht zu essen. Und was mir gefällt, schöner Nörden mit Ö. Ich komme aus Deutschland, auch ein deutsches Feedback. Und was ich euch immer schon sagen wollte, Prost. 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 Und damit kommen wir zum letzten für diese Woche. Am unnötigsten finde ich so ziemlich jedes Thema, welches nichts mit IT und oder Filme und oder sonstige technische Spielereien zu tun hat. Smiley. Okay, ja. Mir gefällt beim Biertaucher Podcast immer wieder mal neue Stimmen als Gastsprecher von Tech-Themen zu hören, die ich sonst nicht am Radar gehabt hätte. Punkt, Punkt, Punkt. Aus Österreich. Ich interessiere mich für folgende Randthemen: Tech, Nerdtum und Cineastisches. Und was ich euch immer schon sagen wollte, in meinem Podcatcher MP3-Stream tauchen neue Folgen immer erst sehr viel später auf als auf der Webseite. Liegt das an mir, beziehungsweise meinem Podcatcher, Podcast Pro, Windows Mobile 10, nur für den Fall, dass es interessiert, oder schaltet ihr das absichtlich immer erst ein paar Tage später in den Feed? Das kann ich, glaube ich, beantworten. Der Workflow ist so, dass der Gregor meistens am Mittwochabend den... File fertig geschnitten hat und online stellt und dann dauert das eben 1-3-4-5 Tage, bis wir alle die Shownotes komplett haben und erst dann kann ich den Feed machen. Mhm. Also je nachdem, wie schnell ich arbeite und wie schnell die anderen mir helfen. Weil das Teil des Feeds ist der ja, Shownotes. Weil sonst müsste ich einen Feed machen ohne Shownotes und dann noch einmal einen mit und dann würde ich es gar nicht machen. Mhm. Also das ist einfach technisch und falls wir jemals Leute kriegen, die freiwillig sofort beim Feed helfen, während wir live quasseln und schon Shownotes schreiben oder so, dann können wir natürlich auch schneller sein. So viel zur Feedback-Verlesung. Bitte auf jeder Folge Shownotes-Seite unaufbiertaucher.at ist das Google-Formular verlinkt. Einfach ausfüllen und Sie hören das, glaube ich, an der Stimme. Ich freue mich über Feedback, auch wenn ich nicht jeden Punkt befolge. Und ich glaube, den Gesichtern hier und dem Gekichere kann man entnehmen, dass auch die anderen euch Dutzenden Biertaucher sich sehr über Feedback freuen.
Ich würde gerne noch anschließen. Ich habe einen Wunsch zugeschrieben, geschickt bekommen und einen Wunsch, man möge mir doch bitte wieder eine Aufgabe stellen. Das wäre so nett gewesen. Ha. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Besuche den böhmischen Prater. Ha. Okay. Das wollte ich auch mein Leben lang tun, aber habe es nicht geschafft. Sehr nett. War ist das dasselbe wie der grüne Prater? Nein, das ist nicht. Da hinter im 10. Bezirk. Da, ja, im folge mir auf Twitter und scrolle ein bisschen zurück. Unter den letzten Medien sind 8 Fotos vom böhmischen Prater, weil ich mal mit dem Rad dort war. Mhm. Okay. Ah, das ist ja schlau mit dem Rad, das ja, und dann fotografiere ich mal ein bisschen und twittere das dann. Und das sind ein paar ganz nette Geschichten. Schreibst du mir, wenn du das machst, mache ich mit, ja? Jawohl. Begeisterung. Wenn du willst. Gerne. Du hast aber keine Ahnung, wie schlecht mein Orientierungssinn ist. Das ist ein Tagesausflug garantiert. Ja. Survival-Ausflug. Der Weg ist ja das Ziel. Ja, bei mir immer. Okay, ich befolge jetzt das Biertocher Feedback, dass wir Alkohol trinken sollen. Prösterchen. Ja. Ich mache das für euch alle, ich opfere mich. Ich habe noch eins da. Kommt mir wieder ein bisschen lebendiger vor, der böhmische Prater. Ich war zwar am Vormittag dort, wo so gut wie alles zu war, aber es schaut irgendwie wieder gepflegter aus als vor, das letzte Mal war, glaube ich, dort vor 6 Jahren oder 8 Jahren oder so. Da hatte ich das Gefühl, das macht jetzt jeden Moment dicht. Und jetzt schaut das alles wieder recht okay und gepflegt aus. Und sehr, sehr nette Fahrgeschäfte dort. Du musst ja nicht Wiener erklären, der böhmische Prater ist ein kleiner Vergnügungspark, der aber nicht der Wiener Prater ist, sondern eben in einer anderen Lokation. Ja. Und ist aber in einem großen Wiese oder so einem großen Art Naturschutzgebiet oder sowas. Erholungsgebiet. Außen dran liegend, ja. Ja. Ich war vor 3, 4 Jahren mal dort und es ist wirklich damals sehr verwunschen, schaut es eigentlich fast aus. Und der Hintergrund ist, glaube ich, böhmischer Prater, weil dort die Ziegelböhmen gewohnt haben, also tschechische Ziegelarbeiter, die Wien aufgebaut haben, und die haben anscheinend einen extra kleinen Vergnügungspark gehabt, damit sie es nicht so weit haben. Oder ja, nehmen an, das ist der Hintergrund. Okay. Also auf jeden Fall sehr nett, sehr wenig touristisch. Es gibt schon Heurigen und so auch dort, also es ist, man kann essen gehen dort und so. Kleine Fahrgeschäfte, die sehr nett sind, alte, die aber auch durchaus hergerichtet sind und so. Schaut alles sehr nett aus. Eine Märchenbahn gibt es. Gut. Ja. Also ein schönes Ausflugsziel, sagst du? Ja, ist sehr hübsch gemacht, wieder. Fahrst du hart? Ja. Bist du ein Radlfahrer? Gut. Ich habe jetzt mein Rad ausgepumpt. Öffentlich kommt man dort eh nicht wirklich hin. Ja, okay. Das habe ich schon gemerkt. Ja, ich habe lustigerweise noch gar nichts davon gehört. Ich habe schon vieles irgendwie mitgekriegt, aber das scheint dann nicht so touristisch zu sein. Oder doch? Da ist kaum wer. Okay. Ich muss einfließen lassen, dass erst wenn man einen Ayran trinkt, und zwar wirklich so einen 8 Liter, merkt man, wie gut ein Radler schmeckt. Das ist so nach dem Salz etwas süßer, aber das ist eine gute Kombination. Ja, Salz, und das macht sollte es schluckweise abwechseln. Ich habe so ein Misch. Langsamer Lust. Ich bin ja schon beim 3. Art von Ayran, also ich probiere mich halt durch, aber finde alle eigentlich ganz gut. Also den fand ich besonders gut. Den kenne ich jetzt aus Deutschland, den du hast. Ja, den kenne ich. Den Gazi, ja, genau. Und den Jörn kenne ich von letzter Woche. Das musst du vorlesen, das haben die Hörer jetzt nicht gesehen, das ist der Mies. Nee, echt nicht. Ja, komisch. Mies Ayran Drink, oder was? Da winke ich die ganze Mies Zeit schon. Aber ich hab ihn doch vors Mikro gehalten. Tja, dann. Wir werden vom CIA die Überwachungssatellitendaten anfordern, damit das... Da erkennt man den Profi. Sind aber alle 3 gut, finde ich. Ja, die sind alle gut, aber den Mist fand ich tatsächlich am besten. Liebe Leute, darf ich euch ein bisschen Richtung Tech-Themen lenken, damit wir die hinter uns bringen und dann ausschweifend zum schöner Leben-Teil kommen können? Warum schauen mich alle so finster an? Nein, nicht finster, sondern fragend, also so erwartungsvoll. Ach so, habe ich eins. Nein, nicht. Ja, also aus meinem Kursleben kann ich berichten. Ich bin natürlich total stolz, wenn meine Kursteilnehmer Linux installiert haben auf ihren Laptops und ich das, ihnen das Windows dann durch gehässige Bemerkungen ausgeredet habe. Ja. Mhm. Was mir aber total wenig gefällt, ist, dass ich dann der Linux-Zuständige bin für lauter Probleme, die mich absolut nicht sehr interessieren, wie zum Beispiel mein Steam-Spiel funktioniert nicht seit dem neuesten Linux-Update oder dieses und dieses Spiel funktioniert nicht. Und einmal habe ich jetzt nicht Nein sagen können, weil natürlich kriegen die Kinder auch mit, was ich spiele, weil wenn der Kurs anfängt, habe ich meistens noch irgendein Spiel offen, meistens Scroll, im Tiles-Modus. Ne? Und das wollen sie dann natürlich auch. Und dann erkläre ich natürlich, wie man das unter Linux installiert. Und dann
gesagt, ja, Linux geht. Und dann habe ich gesagt, geht alles Wichtige, so LibreOffice programmieren, der Python, Editor. Ja, aber das Wichtige geht nicht, dieses Spiel, dieses Scrollspiel. Und ja, na okay, was für einen Computer hast du? Ja, was könnte das sein? Na, Grafiktreiber haben wir geschaut, GLX, Fehlermeldung, GLX noch in Treiber nicht installed. Irgendeine schwummrige Webseite angeschaut, wo es einen Treiber gibt für angeblich die Grafikkarte, von der wir vermutet haben, dass sie in dem Laptop eingebaut war, weil das wissen die Kinder auch nicht, welche Grafikkarte sie eingebaut haben. Mhm. Steht da nicht drauf, steht nur die Marken. Das kannst du aber Type auslesen. Von, ja. LSPCI. Ja, zum Beispiel. Okay, ja. Wir haben es aber über Synaptic eh rausgekriegt, über den Treiber, da hat er es auch hingeschrieben. Okay. Beim ja. Fremdtreiber. Ne? Da habe ich gedacht, gibt es da vielleicht einen besseren, ja, okay, irgendwas gefunden für Linux sogar, besseren Treiber installiert. Resultat war, wumm, das X total, diese X-Config total zusammengeschossen und er kommt nicht mehr zum Starten. Also nur noch traurig in der Konsole einloggen. Und wenn man Start X eintippt, kommt eine sehr depperte Fehlermeldung, dass jetzt die X-Org zerschossen ist. So, Problem gelöst. Ja, super Problem gelöst. Gehen wir jetzt was programmieren, gehen wir zum anderen Computer. Ja, habe ich natürlich geniert. Und dann habe ich gedacht, aha, aber du hast ja noch, du hast ja noch eine Linux-Distro hinten, also er war auf 15.10 oder so. Ja, 16.4er gebrannt, reingetan, in 35 Minuten komplett neu installiert und alle Daten weg. Ja, das ist bei den Kindern nicht wirklich schlimm, weil das einzig Facebook Wichtige. Nein, das ist auch nicht mehr wichtig. Das einzig Wichtige sind die Steam-Spiele. Und ihre Steam-Accounts haben es auswendig, ja. Also das ist kein Problem. Ja, und das erste, was wir installiert haben, war Crawl Tiles und es funktioniert. Alles andere vergessen. Yeah! So machst du sie alle zu Roguelike-Spielern. Ja, und natürlich sie lernen übers Installieren. Und ja. Mhm. Ja, aber halt wichtig. Erfolg, ja. War ein Erfolg einmal, ja. Der X-Server. Ich freue mich ja schon auf Wayland, aber schauen wir mal. Du nicht so? Nein, das nicht. Ich glaube, es wird noch mal schlimm in der Übergangsphase. Immer, ja. Ist immer so, ja. Jetzt mit 16.04, mit dem Umstellung komplett auf SystemD, habe ich wieder 2S gehabt. Ja, 16.4. Ja, wovon sprechen die Menschen? Ja, Ubuntu 16.4. Also, ja. Okay. Starten von gewissen Services hat irgendwie nicht mehr funktioniert, wobei ich mich schon gar nicht mehr erinnere, was es war, aber es hat einfach nicht mehr gestartet. Es war nicht irgendwie schwer zu fixen. Ah ja, Sebix hat nicht rechtzeitig gestartet und daraufhin hat es sich dann beendet. Also das ist eine Monitoring-Software. Wenn die Datenbank noch nicht da ist, rechtzeitig das MySQL noch nicht schnell genug gestartet ist, dann startet die Monitoring-Software nicht. Und nachdem die Monitoring-Software nicht startet, kriegst du auch keine Meldung, dass die Monitoring-Software nicht gestartet ist. Womit sich die Katze in den Schwanz beißt. Aber so ist das halt. Ja, das sind immer diese Übergangsschmerzen. Aber das wäre schon so ein Stückchen Zukunft, so ein WLAN-Server zum Anzeigen der Grafik, dazu vielleicht ein WATA-FS als Dateisystem. SystemD ist eh schon da. Ja, wäre doch nett. Ich kann berichten, dass es ein neues Linux Voice gibt. Ach ja. Mhm. Ich glaube, Ausgabe 29 sind die jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, haben wie immer diese Politik, dass es nach 9 Monaten ist es dann unter einer freien CC, gratis, freien Creative Commons Lizenz gratis herunterladbar. Und wer es jetzt schon lesen will, muss halt zahlen. Und ich habe beim ersten Lesen recht nett gefunden einen sehr großen Kernel-Teil, also wo auch Kernel erklärt wird für nicht so tief in der Materie steckende. Und ja, aber es wird ausschließlich als PDF ausgeliefert oder in verschiedenen Formaten? Aha, ja, die lassen ein bisschen nach in letzter Zeit. Sie haben es früher immer zeitgleich als PDF und EPUB ausgeliefert und jetzt ist nur noch das PDF da und bei EPUB steht dann, kommt in Kürze und das ist dann aber wirklich erst Wochen später. Mhm. Also ich hoffe, sie kommen da wieder auf gleich. Ja, anscheinend ist das schon aufwendig, das EPUB zu machen. Wäre schon angenehm, weil PDF ist so zum Lesen ein bisschen fotomäßig. Da ist doch so viel Arbeit in das Layout geflossen. Ja, hast eh recht. Aber nicht jedes Ausgabedevice stellt das angenehm dar. Und was Linux Voice jetzt schön hat, also sie machen wirklich fast schon in Richtung einer Spielezeitschrift. Also sie tun auch sehr viele kommerzielle Spiele reviewen, die halt auf Linux laufen. Und ja, also streckenweise liest sich dann wie so früher diese GameStar oder Powerplay. Ja. Und haben einen netten Podcast. Entschuldigung. Und haben einen netten Podcast. Ah, okay. Nein. Ich will Zeit tun. Danke. Ich will Zeit tun. Also, ui, oder so schon. Machst du eine Pause? Na gut. Ja.
Dämon. Dich, Dämon. Ich habe in den letzten 3 Wochen Elixir und Phoenix gelernt. Elixir ist eine funktionale Programmiersprache. Ich habe gerade überlegt, ob die an die Anforderungen unseres Rezensenten herankommt, dass sie statisch typisiert ist. Nein, nicht wirklich, weil man kann Sachen untypisieren, on the fly. Die läuft auf der Erlang Virtual Machine, ist damit ein bisschen ein Exot, also so ähnlich vom Konzept wie diese Sprachen wie Scala, die auf der Java Virtual Machine laufen, nur halt das auf der Erlang Virtual Machine. Elixir ist eine funktionale Sprache und nicht objektorientiert, hat also kein Klassensystem. Man arbeitet dort mit Structs, also mit strukturierten Daten, aber nicht mit Klassen und Instanzen. Mhm. Und was sehr interessant ist, also Pattern Matching ist sehr intensiv verwendet, dadurch spart man sich eigentlich sehr viele Entscheidungen. Also man verwendet so gut wie nicht, okay, sondern man matcht vorher das, was in dem If drinnen, also die Bedingung formuliert man im Großen und Ganzen als eine Regular Expression. Und auf diesen Match entscheidet man dann, ob man diese Sache durchführt oder nicht durchführt. Also statt dem If musst du eine Regular Expression verwenden? Eigentlich sogar 2. Nämlich die eine für den Fall, wo es auslöst, und die andere für den Fall, wo es nicht auslöst. Aber das klingt kompliziert. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ah, okay. Lustigerweise. Weil die Muster, die man da hinschreibt, sind dann meistens leichter zu lesen. Also okay. Es sind so Sachen wie, also man macht einen Funktionsaufruf, nicht? Und je nachdem, ob er erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, machst was oder machst nichts. Und da schreibst du dann so in die Richtung okay oder Error. Das ist einfach das Pattern, auf das du das matchst. Okay. Und das ist sehr einprägig, weil das steht dann in geschwungenen Klammern, und wenn du das einmal 2-3 Tage angeschaut hast, dann ist diese in geschwungenen Klammern, das ist okay, das weiß sofort, das ist, wenn das von oben drüber durchgelaufen ist. Dann weißt du, das ist der okay-Teil. Genau, das ist der okay-Teil, okay, und das andere ist der Fehlerteil. Da sparst du das if Rückkehrvariable genau, ist ganz okay. Ja, das ist genau diese Geschichte. Also man gewöhnt sich dann dran, sagen wir so, es ist nicht mehr störend. Es gibt da damit kaum Einrückungen mehr, weil es diese verschachtelten Strukturen nicht mehr gibt. Also das ist so ein Aspekt dessen, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Man denkt sehr anders, weil man denkt nicht mehr in Objekten, sondern man hat quasi Daten, die man immer weiterreicht. Das ist so die Idee. Also die Daten, um die es gerade geht, die reicht man immer von Funktion zu Funktion weiter. Und dann der Clou drauf ist eigentlich dieses Phoenix, dieses Framework. Also das Elixir ist geschrieben vom José Valim. Das ist ein Südamerikaner ursprünglich, der mittlerweile in Polen lebt, der war in der Ruby-Szene sehr bekannt, und der hat aber Lust gehabt, da eben sich mehr in diese funktionale Ecke zu begeben, und das hat sich für Erlang fasziniert, hat es aber nicht als angenehm zu schreiben empfunden, hat also gedacht, man schreibt eine eigene Sprache auf der Erlang Virtual Machine, eben dieses Elixir, das so aussieht wie Ruby, aber sich ganz anders verhält. Eben und wie schreibt man das, Elixir? E-L-I-X-I-R. Also Elixir, oder? Ja, genau. Okay. Da hat er mir diese Sprache geschrieben, und dann fehlt quasi noch, um das auf die Ruby-Welt zu mappen, das Ruby on Rails, also das Framework dazu. Da hat sich dann ein anderer gefunden, der Chris McCord, und der hat ein Framework namens Phoenix geschrieben, das ist sozusagen das MVC-Web-Framework obendrauf. Das sehr viele Sachen übernimmt von Ruby on Rails, von der Idee her, sodass man viele Sachen auch nicht neu lernen muss. Aber vieles wird eben doch dadurch anders, dass es funktional ist vom ganzen Konzept her. Insbesondere ist sehr viel weniger Magic. Also das Magic ist ein Ausdruck aus der Ruby-Welt, dass man Sachen oft nicht einmal konfigurieren muss, sondern es wird im Hintergrund automatisch konfiguriert, und man weiß, dass es standardmäßig so konfiguriert ist, muss daher das nicht ins eigene Projekt reinschreiben, und es verhält sich magisch richtig. Und erst wenn man das andere Verhalten haben will, dann schreibt man explizit rein, ja, ich will jetzt das andere Verhalten haben, und dann kommt auch das andere Verhalten. Das ist dieses Konvention über Konfiguration. Ja, genau, das steckt da auch drinnen. Mhm. Das genau macht das Phoenix eben nicht, das ist sehr viel mehr explizit, aber interessanterweise dadurch, dass sie es sehr gut designt haben, der hat da echt sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, meiner Meinung nach, stört das nicht. Also es liest sich weiterhin sehr hübsch, und man sieht sehr schön, wo man was reinstecken will, wenn man was ändern will und so. Also man kommt dann relativ gut damit klar. Und das wirklich Spektakuläre, das dann rauskommt, ist, diese Applikation, die man da schreibt, wird kompiliert in einen Bytecode.
und ist dann echt rasend schnell im Vergleich zu Rails-Zeiten. Also eine leere Rails-Applikation, also so eine Dummy-Applikation, fängt irgendwo an bei 200 Millisekunden. Na gut, sagen wir vielleicht, wenn man gut implementiert, 50 Millisekunden. Wenn die Views aufwendiger wären, kommt man schnell in eine Sekunde rein und hat Antwortzeiten dann von einer Sekunde aufwärts. Mhm. Und hier die leere Phoenix-Applikation reagiert, wenn es kompiliert ist, also man kompiliert am Anfang, und wenn alles gecached ist, in teilweise unter 100 Mikrosekunden. Und bei einer kleinen Applikation, die ich jetzt mit anhand des Phoenix Books geschrieben habe, das ist so die Demo-Applikation, die man sich dort erarbeitet durch über 250 Seiten Phoenix Book, das ich sehr empfehlen kann, da hat man dann eine Applikation, die auch auf Datenbank zugreift und auch Channels verwendet. Also die hat also Kommunikation zwischen unterschiedlichen Usern implementiert. Kommt man auf Antwortzeiten um 2 Millisekunden. Also noch immer in der Größenordnung sicher um einen Faktor 100 schneller als alles, was ich unter Rails zusammengebracht hätte. Und warum ist das so schnell? Weil es kompiliert. Datenbank, oder? Nein, die Datenbank ist die gleiche, Postgres ist die gleiche Datenbank. Nicht eine Interpreter-Sprache. Eher super schnell. Weil es nicht interpretiert ist, sondern kompiliert ist. Und es werden auch die Views kompiliert im Bytecode. Bei Rails kann man zwar cachen, aber muss dann cache devalidieren, wenn sich was an diesem View ändert. Hier wird der View kompiliert nicht in ein statisches HTML, was dann verworfen werden müsste, sondern in eine Funktion, die schnell genug ausgeführt werden kann, sodass noch immer variabler Inhalt eingefügt werden kann. Und man spart sich damit sehr oft die ganze Cache-Thematik. Und was auch sehr hübsch ist, diese Erlang Virtual Machine ist total auf Parallelität ausgelegt. Das heißt, man programmiert auch sehr viel parallel. Also diese Nachrichtenkanäle laufen da eben auch alle parallel zueinander ab und brauchen extrem wenig Speicher. Also jetzt auch wieder im Vergleich zu Rails-Applikationen hat man in der Größenordnung ein Drittel nur vom RAM-Bedarf und auch Prozessorlast irgendwo in der Hälfte von einer Rails-Applikation. Also das Ganze ist urschnell und elegant, wenn ich das richtig kapiere? Ja, wobei über Eleganz lässt sich immer streiten. Okay. Ich würde sagen, es ist sicher gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man aus der objektorientierten Welt kommt. Okay. Aber es ist zumindest sehr interessant. Also, und ist es schwer zum Erlernen? Also gibt es gute Tutorials? Oder also sowohl muss man sehr viel selber machen? Das Programming Elixir Book als auch das Programming Phoenix Book, so heißen die zwei, sind sehr gut geschrieben. Das eine da etwa 300 Seiten, das andere 250 Seiten. Deutschsprachige Literatur gibt es noch gar nicht dazu, dafür sind die Sachen zu neu. Tutorials im Internet weiß ich nicht allzu viel, aber ich würde eben diese zwei Bücher empfehlen, weil die einem ziemlich das Wissen geben. Es ist wahrscheinlich leichter zu lernen, wenn man nicht durch Objektorientierung vorgelassen ist. Weil da sperrt sich das Hirn schon an vielen Ecken und Enden. Und man kann dann sehr schnelle, performante Web-Sachen schreiben, sozusagen. Das kann man nicht. Ich habe ein paar Tech-Sachen, wenn ihr keine habt. Okay, eine Sache, das ist, ich wurde vom Schock 2 Podcast interviewt und habe es geschafft, dort den Biertaucher Podcast zu verlinken. Wer ist der Schock 2 Podcast? Was machen die? Der wird vom, dass ich es jetzt richtig sage, Michael, Name bitte in den Shownotes nachlesen, dass ich es jetzt nicht falsch sage. Der hat eine Spieleseite, früher hat er eine Spielezeitschrift gehabt und er war auch am Podcaster-Treffen. Und jetzt ist sein Magazin sozusagen nicht mehr auf Papier, sondern nur noch als Podcast und online erhältlich. Okay. Und er kümmert sich um Nerdkultur, hauptsächlich um Konsolen, aber auch Comics und so, also alles, was Nerd-Sachen ausmacht. Und nein, einen halben Podcast. Also er hat mich interviewt über Skype und vorher hat er einen Entwickler von Zelda interviewt, also von einem Computerspiel. Von Nintendo? Ja, ja. Zum neuen Zelda? Wir sprechen jetzt alle. Ja, und er ist, glaube ich, circa auch bei Folge 100. Also er macht wöchentlich einen Podcast, kann ich sehr empfehlen, weil natürlich mich quasseln wollte gerade in dieser Episode. Ja, wie viele Folge haben die? Circa 100 Folge, also das sind nicht ganz genau mit der Nummer. Wow, das ist ja auch schon lange. Ja. Wie lange machen die das? Und wie lange, wie oft kommt das raus? Dann, jede Woche, wenn ich es richtig kapiert habe. Okay, jede Woche auch. Ja, ja. Aber also wer sich halt für Gaming-Kultur speziell auf Konsolen interessiert, kann ich den Schock 2 Podcast sehr empfehlen. Noch die Seite.
Und jetzt das Technische, was ich sagen wollte. Genau. Ich war bei einem Treffen von, dass ich das richtig sage, CodeWeek EU, also so eine der vielen Initiativen, dass man Kindern Programmieren beibringen soll, wo sich dann diverse Leute getroffen haben. Und da habe ich einen Konkurrenten von mir kennengelernt. Das ist jetzt richtig. Aha, ich habe extra sein Kartel mitgenommen, aber das ist jetzt nicht auffindbar. Ich glaube, der Vorname war Franz. Bitte in den Shownotes nachlesen. Der hat im Burgenland eine Firma, macht IT und im Sommerferien macht er immer Computerkurse für Kinder. Mhm. Also so Camps. Das ist eigentlich ein Konkurrent von mir. Und dann hat er mir gezeigt, wie er das macht. Und zwar baut er voll auf JavaScript auf. Also er unterrichtet JavaScript und dazu hat er eine sehr schöne IDE. Und die ist ein reines Open-Source-Projekt. Und ich habe dazu ein Interview gemacht mit ihm auf Englisch. Ich hoffe, du schneidest es nachher ran, dass man es im Anschluss an die Sendung hören kann. Und die hat mich aber sehr fasziniert, weil er hat praktisch sich eine komplette IDE programmiert, die auf Node.js und Meteor passiert. Sagt ihr das was? Yep. Ja. Serverseitiges JavaScript ist Node.js, oder? Ja. Ja, also das heißt, du als Schüler sozusagen machst nur deinen Browser auf und hast schon deine komplette Entwicklungsumgebung. Es ist aber jetzt kein visuelles Programmieren, du schiebst nicht irgendwie Blöcke zusammen, sondern tust da richtig coden. Und was mir sehr imponiert hat, um eben den Kindern beizubringen, wie man halt so ein kleines Spiel programmiert, zeigt er ihnen praktisch HTML, die Webseite, CSS, wo die CSS-Klassen drin sind, und JavaScript. Also die Kinder tun drei Files bearbeiten, um dann ein mehr oder weniger komplexes JavaScript-Spiel zu machen. Und diese ganze Entwicklungsumgebung, wo also man kann halt auch einiges, da gibt es einen Fork-Button und man kann sich von jedem Kind anschauen, was es gemacht hat und so. Und die hat er gesagt, da ist er jetzt dabei, ob er das Ganze nicht noch einmal überarbeitet, dass der Code schöner ist und das dann auf GitHub stellt. Mhm. Und inwieweit hilft es den Kindern beim Programmieren? Naja, das Ganze ist natürlich auf seinen Kurs zugeschnitten, weil er so die Kurse macht und dann hat er sich halt selber die Werkzeuge programmiert, wie er das haben will und wie er das gut findet. Und mir hat das extrem imponiert, weil er sich praktisch für die Kinder eine Mischung aus Scratch und GitHub und Code Academy selber programmiert hat, rein mit Open Source Tools. Und kommt dann im Interview, also er sagt, wenn man ihm schreibt, dann wäre das für ihn der Anlass, Zeit reinzustecken und das Tool so sauber zu machen, dass er es guten Gewissens wieder auf GitHub zurückstellen kann. Mhm. Da sind keine Geheimnisse drin, aber ich finde, die Summe macht es, es wäre halt eine super schöne Lernumgebung. Also ich hätte einfach spontan, also wie es mir gezeigt hat, habe ich gleich gesagt, wow, und da könnte man das und das und das und das noch machen und schon Feature-Requests produziert, nur vom Hinschauen. Das war einfach ein sehr schönes Programmier-Lern-Tool. Ja. Und wo du halt auch gleich HTML und CSS lernst und JavaScript. Und das, ja, Wonder Valley. Einfach im Anschluss das Interview anhören, da sagt er genau die URL und wir werden es verlinken in den Shownotes. Das waren meine Tech-Themen. Ich habe ein bisschen was indirekt Technisches. Ich habe was gefunden über einen Hausbau. Ein bisschen ungewöhnlichen Hausbau. Achso, ich sollte ins Mikro reinreden. Keine Ahnung, wie ich bin. Auf jeden Fall, das ist hast du wieder das Internet leer gelesen? Einer von diesen vielen Tabs, die man so offen hat. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich habe dann so hier ist ein Link und da mache ich einen Tab auf und dann hat man irgendwie das Gefühl, sie fallen irgendwie am Rand runter. So. Ja, genau. Also einer von diesen vielen Tabs, wo man dachte, das muss ich mir mal genauer zu Gemüte führen. Das fand ich sehr lustig, dass das in Schweden eine Familie, die haben ein Holzhaus, nein, anders. Die haben ein Grundstück mit einem Gartenhaus gekauft, haben darauf dann ein überwohnhausgroßes Gewächshaus gebaut. Und okay, da über rein ihr Haus haben herum, sie, oder? Und da rein haben sie dann quasi einen, wie soll man sagen, Anbau an das Gartenhaus gemacht, was jetzt richtig, also die haben das Gewächshaus. Die haben in das Gewächshaus ein richtiges hölzernes Wohnhaus gebaut. Mhm. In dem Stil von dem Gartenhaus, was da schon drin stand in diesem Grundstück. Okay, also das ist ein Glasrahmen. Also sie wohnen in ihrem Gewächshaus. Die haben sich ein Haus in ein Gewächshaus reingebaut oder quasi ein Gewächshaus drumherum. Ist auch ein kleiner Film, aber ich versuche es erstmal zu beschreiben, weil das hat mich super fasziniert und das wird in dem Film auch schön erklärt. In Schweden hat man normalerweise eine 9-monatige Heizperiode ungefähr. Mhm.
Und die konnten mit diesem Glashaus die reduzieren auf circa 6 Monate, wo sie ganz glücklich sind schon. Und was sie haben ist, wenn innen außen Minustemperaturen sind und sobald Sonne reinscheint, haben sie innen in diesem Glashaus beziehungsweise dann halt in der Luft um ihr eigentliches Haus rum keine Minustemperaturen mehr, was in Schweden sehr erfreulich ist. Und dann haben sie das Ganze auch noch super nachhaltig gebaut mit irgendwie Abwasser und Toilette, alles selbst recyceln, das ist so, so super mega öko, er ist irgendwie Bauingenieur, also das ist dann naheliegend. Und da gibt es einen total schönen Film eben dazu auf dieser Seite. Ich dachte, es sind nur Fotos und dann bin ich völlig an diesem Film hängen geblieben. Ich habe es, glaube ich, auch getwittert, dass ich alles Mögliche gemacht habe, bloß nicht gearbeitet, weil dieser Film so nett war, 20 Minuten. Weil es wirklich schön beschrieben war, ein hübsches Haus, so, da habe ich wirklich gedacht, ach ja, da könnte ich jetzt wohl einziehen. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Filmemacherin eigentlich aber gar nicht über Ökohäuser berichtet, sondern die kommt, die ist Amerikanerin und hat nach Spanien geheiratet und kam ursprünglich vom Fernsehen und ist dann irgendwie gestoßen auf diese Tiny House Bewegung. Ich weiß nicht, ob da habe ich auch was gelesen, ja. Ja. Da gibt es so Artikel auf Medium und so. Okay, genau, und die macht Filme über Leute, die in Tiny Houses leben. Und Tiny House-Bewegung, ich weiß nicht, Nein, das ist gar nicht. Es gibt Menschen, es gibt relativ viele Menschen inzwischen, die sagen, wieso brauche ich viele Sachen, wieso brauche ich ein Riesenhaus? Ich hätte aber ganz gerne, damit ich unabhängig bin, tatsächlich ein eigenes Haus. Und bauen sich dann halt kleine Häuser, also richtig kleine Häuser. Man kennt das eher als mitteleuropäischer Großstädter, die schauen circa so aus wie in den Schrebergarten, diese Gartenhäuschen. Oder noch kleiner. Oder noch kleiner. Oder fahrbar. Oder, ja. Oder wie auch immer. Ja. Genau. Und darüber hat die jetzt angefangen, Filme zu machen. Hat sie vor ein paar Jahren angefangen und hat einen YouTube-Kanal eröffnet und bin ich dann da wieder dran hängen geblieben und ich irgendwie finde das total abgefahren. Tiny House. Also vor allem das mit diesem Tiny House, also einer der ist irgendwie 16, er sagt, ja, er möchte irgendwie bei seinen Eltern nochmal ausziehen und dann möchte er auch studieren, aber er hat noch keine Ahnung, wo er bleibt und jetzt baut er sich halt auf so ein Anhänger drauf, so ein kleines Haus. Okay. Weil dann ist er unabhängig. Es ist natürlich von Land zu Land ein bisschen verschieden. Also die hat sehr viel in den USA gefilmt, wo das einfacher ist, einfach mit so einem Haus sich irgendwo niederzulassen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt... Ja, die Amis vielleicht eigene Erfahrung, oder? Mit Mobile Homes und so, mit den transportablen Häusern. Ja, glaube ich, mal gesehen zu haben. Ja, meine ich auch, dass es das da schon länger gibt. Sie kam aber total was Schräges drauf. Ihre Eltern sind irgendwie aufs Land gezogen und die ganze Familie, so, also die Eltern in Rente und die ganzen Kinder und alle irgendwie so, oh mein Gott, wie Eltern besuchen, ist es tödlich langweilig da. Es ist unfassbar langweilig. Sie als Filmemacherin hat dann halt eben nach einem Thema gesucht, damit sie wenigstens einen Film machen kann, wenn sie so langweilt bei ihren Eltern auf Besuch und hat dann eben zufällig irgendjemanden gefunden, der in so einem ganz, ganz winzigen Haus in so einem 20 Quadratmeter Häuschen oder so wohnt. Also, ja, fand ich lustig. Das, du magst das ein Tiny House haben, in einem Gewächshaus. Vom Arbeiten ab, wenn man so einen YouTube-Kanal mal findet. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das haben möchte in Wien, weil das wird mir ja kaputt gefahren mit dem Auto. Vielleicht an einem Ballon, an einem Zeppelin montiert, ne? Das ist dann so. Ja, ich werde recht schnell seekrank. Das gewöhnt man sich, glaube ich, ab, wenn man das öfter... Ja, vielleicht, ich muss es nur ein bisschen durchdenken. Kommt man der Flugordnung in die Quere. Hat mir auf jeden Fall, wie gesagt, wunderbar vom Arbeiten abgehalten. Also, sehr schön. Ideal zum Prokrastinieren. Ja, ja, der Traum. Du hast ja gesagt, du warst einmal in einem Kanalboot, gell? Und es gibt ja Leute, die leben ihr Leben lang in Kanalbooten. Das sind dann ja auch sehr, sehr klein oft. Also je nach... Also es gibt Größe. Ja, also es gibt, also ich habe es in Birmingham gesehen, da haben sie so irgendein System von sehr schmalen Kanälen, die sind, glaube ich, da ist die Bootsbreite dann, glaube ich, gerade einmal 2 Meter oder so. Das ist dann wirklich sehr, sehr schmal, dafür sind es lang. Da gibt es halt auch welche, die das dann halt als Dauerheim haben. Also in Deutschland ist es natürlich jetzt, also das gibt es in Deutschland auch, aber da gibt es dann professionelle Anbieter und ich weiß nicht, der Deutsche als solcher, der muss immer dann alles übertreiben. Also echt, das sogar das Tiny House muss er dann übertreiben, weil das wird dann aus irgendeinem besonderen Holz gemacht. Und eben, also da gibt es halt Leute, die das ausschlachten auch irgendwie finanziell bis zum geht nicht mehr. Klein, aber fein. Ja, klein, aber fein.
Ich habe lauter Nicht-Tech-Themen noch aufgeschrieben. Mhm. Ich sonst auch, glaube ich. Ja. Dann fange ich mit einem langen an. Ich habe ein Buch gelesen von Christian Haller, Sie nannten mich Held. Mhm. Ein Buch über einen Deutschen, der nach Kurdistan gegangen ist, um für die PKK zu kämpfen. Mhm. Und das Coole ist, das Buch ist relativ dünn und man kann es, wie soll ich sagen, also theoretisch, man kann in den Talier reingehen und das auslesen. Nicht, dass du das jetzt gemacht hättest. Nein. Mhm. Ja, weil es halt mit einem Automatenkaffee? So circa. Das ist ein sehr schnelles Buch. Vielleicht muss ich es mal mit dem Garib diskutieren. Aber das Interessante ist halt, dass das jetzt nicht einer ist, der für die IS gekämpft hat, sondern eben gegen die IS. Und schreibt halt über seine Radikalisierung sozusagen, über sein Leben vorher in Deutschland, ist er nicht so ganz zurechtgekommen, war im Fahrt und so. Und dann hat halt beschlossen, er engagiert sich jetzt für Ron Java, also für diesen freien kurdischen Staat in Nordsyrien. Und kämpft dann gegen die IS dort und er schreibt halt hauptsächlich, was für wahnsinnig seltsame Typen wie magnetisch angezogen werden halt von diesem Konflikt dort und die dann dort halt ihre sehr seltsamen persönlichen Ziele nachgehen auf Kosten der Kurden, die eh schon nichts haben und sich da halt auf ihrem Ego-Trip befinden oder Weltverbesserungstrip oder vor dem Gesetz weglaufen oder was auch immer. Mhm. Und im Endeffekt ist er dann auch wieder zurück nach Deutschland. Also das Buch hört dann auf, auch wegen internen Konflikten, weil er halt anscheinend ist er dort depressiv worden. Also es kommt nicht so ganz raus, warum, aber ja. Aber es ist sehr so eine Soldatengeschichte halt, sehr recht. Recht interessant. Mhm. Reportage oder wie hat das? Ja, er schreibt aus der Ich-Perspektive, okay. Zeigt Fotos und so. Ja, ein bisschen, ja. Mhm. Ja, ein bisschen, ja. Tagebuchmäßig. Und ja. Aber also, ich finde es eine schöne First-Hand-Perspektive. Mhm. Zweites Buch? Ja, ich habe schon noch mehr. Aber ich habe viele. Ja, ich hab noch viele Themen. Mhm. Du ziehst wieder was. Konzert. Ja, Ostbahn-Kurti. Nein, leider nicht. Nein. Oder Ostbahn. Weiß nicht, leider oder auf jeden Fall nicht. Ostbahn 11. Ostbahn 11 ist nicht Ostbahn-Kurti. Okay, da habe ich mich schon mal voll vertan. Sie spielen nur die Musik vom Kurti und der Chefpartie von damals. Ah. Aber es ist. Ich würde sagen, sie klingen ungefähr so, wie die Chefpartie ganz am Anfang geklungen hat. Also ziemlich roh, ziemlich wüst. Mhm. War ganz gut, war am Donauinselfest recht kleines Konzert auf einer kleinen Bühne, vielleicht so 100 Zuschauer oder so. Stimmlich kommt mir auch vor, dass er fast den Kurti ein bisschen nachahmt, den jungen Kurti, weil er wird auch ungefähr, schätze ich jetzt einmal, eine knappe Generation jünger sein. Ja. Aber zumindest schon genauso versoffene Stimme. Sie singen nicht oder spielen nicht schlecht, hat mich an viele Sachen von früher erinnert, von den Konzerten, aber das Original ist es halt nicht. Dann habe ich wieder ein bisschen recherchiert, ob es den Kurti noch gibt. Ja, gibt es noch. Ich habe eigentlich geglaubt, ich habe es dazu geschrieben, aber ich habe es nicht dazu geschrieben, oder? Wie die jetzt nämlich heißen. Doch. Wie ist der Kurti jetzt? Kurt Ostbahn und die Musiker seines Vertrauens. Und es gibt wieder Konzerte, werden wir verlinken. 3 gibt es heuer, davon sind aber, glaube ich, 2 schon ausverkauft. Und ich glaube, das Einzige, was nicht ausverkauft ist, ist in Graz. Also das ist schon ziemlich rar gesät, wie oft er noch auftritt. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Eben. Ja. Mhm. Der war schon damals nicht mehr der Jüngste. Ja. Aber das war auf der Donauinsel, das Konzert, oder? Das war beim Donauinselfest, ja. Und wie war das Donauinselfest? Es hat mich eigentlich überrascht. Also an dem Ende war ziemlich wenig los. Also keine Drängereien, die waren dann erst weiter vorne. Ich bin dann quer durchgegangen bis zur Brücke, Floridsdorfer Brücke. Da war dann schon mehr. Mhm. Stimmt, das sind immer die Knackpunkte. Wie kommt man auf die Insel und wie verlässt man die Insel? Weil da kann man höllisch stecken in den Menschenmassen. Und also, ich war alt, das kommt auch, oder ich bin alt und war schon lang alt, aber manches, was dort an Musik gespielt wird, ist schon irgendwie. Ich finde es interessant, was man mit Tonanlagen alles erreichen kann für Effekte. Also wirklich, dass man einen
einen offenen Raum so laut beschallen kann, wie man Disco beschallen kann. Und das selbst, wenn man gut 150 Meter vom Lautsprecher entfernt ist. Also es ist beeindruckend, was geht. Das war so eine, ich würde sagen, eine Rave-Geschichte ganz hinten. Und das war also beeindruckend. Bei der U1-Bühne oder? Schallmäßig. Das größte Areal überhaupt hinten bei dem... Beim 31er, bei der Floresdorfer. Noch nicht so weit. Aha. Noch bei der eine Brücke davor. Ah ja, das war sein... wo das, der FM4, Rummelplatz auch war. FM4-Hit-Bühne, ja, glaube ich. Ja, also ein Riesengelände, weit größer als ein Fußballplatz. Mhm. Und unglaublich laut. Also, dass das geht, spektakulär. Ich habe sogar ein paar Videos gemacht, ganz kurze, von der, da waren so tolle Rauchwerfer. Warst du auch auf dem Konzert? Nein, auf dem wahrscheinlich nicht. Ich bin nur zweimal durchgegangen durch die Donauinsel. Über einen Tag später als du. Ah, okay. Aber hast du auch was angeschaut? Die Bühnenshow imponiert. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte zu dem Ö1-Zelt und wie ich dann dort war, war ich aber schon so müde von durch die Donauinsel hatschen, dass mich dann auch nicht mehr gefreut hat. Aber ich habe halt das Feeling und das Essen und so halt alles mir angeschaut. Aber es ist eine beeindruckende Bühnentechnik, so Blitze und Rauchwerfer und alles war da. Gegenüber früher, es ist jetzt wirklich Donauinselfest, früher war es ja auch am Festland. Ah, echt? Ich kann mich nur an so Sachen erinnern, dass man da das extra so eine Schwimmbrücke aufgebaut hatten, dass man zum anderen Teil rübergehen konnte und so. Also das bei dieser, bei der einen Bucht war da war dann die Country-Bühne früher drüben. Die war sozusagen am anderen Ufer. Die war am anderen Ufer, ja. Und da waren mehrere Bühnen am anderen Ufer und dann noch viele andere Sachen am anderen Ufer und so. Das ist alles jetzt wirklich auf der Insel konzentriert. Ja. Also mir kommt vor, sie haben es ein bisschen mehr konzentriert, die ganzen Geschichten. Und irgendwie, ich glaube, sie haben es auch jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle, was die Zerstörung des Bodens angeht, weil sie relativ viel Holzschnitzel streuen. Mhm. Weil ich bin heute schon drüber gefahren mit dem Fahrrad wieder und das war eigentlich nicht katastrophal zerlegt. Mhm. Und ich kenne die Donauinsel auch an so Tagen, wo man dann nachher sich denkt, was ist denn da eingeschlagen? Mhm. Also mir kommt vor, dass das jetzt eigentlich ganz gut auf der Reihe haben. Es ist halt gefährlich, am Tag drauf zu fahren, weil da fahren dann die ganzen LKWs, die 40 Tonnen mit dem Karacho über die Donauinsel. Also da muss man mit dem Rausch ein bisschen aufpassen. Du kennst das gar nicht, das Donauinselfest. Naja, nein, also ich bin ja am Rande davon gestanden. Ich bin ja, also das war so, wenn ich abends Radl fahren mag und ich fahre gern abends Radl, dann nehme ich mir in etwa ein Ziel vor und dann habe ich, weiß ich ja, weil ich keinen Orientierungssinn habe, dass ich dann einfach eine größere Runde fahre, bis ich dann irgendwo bei diesem Ziel bin. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, naja, fahrst halt los und fahrst halt dann... Dem Lärm nach. So mal, dann wollte ich eigentlich das Freitagabend sollte ein Flohmarkt sein im Stadioncenter. Im Parkhaus am Stadioncenter gibt es angeblich Freitagabend einen Flohmarkt. Der ist auch bis 22 Uhr in der Theorie offen. Praktisch war ich, glaube ich, um 20.30 Uhr da und da war schon überhaupt kein Flohmarkt mehr. So, und dann haben wir gedacht, okay, gut, also das hat sich mal erledigt gehabt. Die Strecke kannte ich noch, weil die war schon mal gefahren. So. Und dann bin ich losgeraten und habe mir gedacht, ja, jetzt wenn du durch den Prater fährst und dann da die eine Brücke und so. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich weiß zwar nicht warum, aber das Google Navi versagt gnadenlos, wenn es um Fahrradwege in Wien geht. Mhm. Also das ist irgendwie, das habe ich in keiner Stadt noch erlebt. Ja, das ist so schlecht. Aber, ja, das ist so schlecht, dass es zum Beispiel, wenn eine Brücke irgendwo über einen drüber führt, sagt, dass man da einfach nach links abbiegen soll. Aha. So war das auch mit dieser Brücke, über die ich auf die Donauinsel fahren wollte. Weil ich fuhr durch den Prater und dachte mir, ja, okay, genau, da soll ich jetzt wohl drüber fahren. Und dann habe ich aber gemerkt, ich dachte mir, Donauinselfest ist auf der Donauinsel, aber keine Ahnung, wo wusste ich nicht. Habe ich absichtlich nicht nachgeschaut, weil ich wollte ja eine längere Strecke Radfahren. Und dann bin ich da eben, irgendwo habe ich es dann geschafft, auf irgendeine Brücke zu kommen. Dann habe ich mein Rad irgendwie Treppen hochgetragen und dann bin ich über so Fußgänger. Irgendwann war ich dann auf der Donauinsel und da war es schon relativ dunkel. Dann habe ich gedacht, die Leute gehen alle heim, die waren da gerade beim Baden oder so. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich hier fahren will und ob ich hier in die richtige Richtung fahre. Aber es könnte, also eigentlich kann es nur die richtige Richtung sein. Und es muss ja dann auch noch mal eine Brücke kommen, wo ich dann wieder runterkomme. Dann bin ich halt so im Dunkeln vor mich hingeradelt. Und da war es ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ist es jetzt eigentlich gefährlich oder ist es jetzt total romantisch, weil hier sind Fledermäuse und Glühwürmchen? Ich weiß es nicht. Ist der Strom abwärts gefahren? Nein, ja, das, wenn ich jetzt wüsste. Hm.
Es muss stromaufwärts sein, wenn sie nicht nach Richard gefahren ist. Und vorher im Stadioncenter war ich bist schon noch zur Zivilisation gekommen, es sind immer dann, weniger Leute. Ich bin dann noch zum Neis, sind dann mehr geworden und dann haben wir gedacht, okay, ja, das ist also stromaufwärts, also zum Donauinselfest ist aufwärts. Ja, genau. Wenn die Leute immer nackerter werden und weniger, dann ist es falsch. Es war ja schon so dunkel, dass ich das hätte ich nicht mehr gesehen. Mhm. So. Ich habe mir dann auch gedacht, wenn dann gar keine Leute mehr sind, dann kehre ich um. Aber es wurden dann mehr und dann war es aber so, dass schon so spät war, dass es einfach aus war schon. Also die Leute sind dann irgendwie zur U-Bahn geströmt und es waren Schlangen an der U-Bahn irgendwie und so. Ja, genau. So, also stand ich vor dem Donauinselfest dann. Es war sehr viel Polizei diesmal. Ja, sehr viel. Auch viel Videoüberwachung habe ich gesehen und viel Polizei. Und die U-Bahn-Stationen waren nicht gut geregelt diesmal. Also, ich habe es immer wieder gesehen, dass sinnlose Staus verursacht haben, weil die Leute von den Wiener Linien nicht am Bahnsteig waren und die Leute sozusagen abgefertigt haben, will ich nicht sagen, aber im Prinzip läuft es auf das raus. Ja, geleitet. Sondern die sind unten gestanden am Eingang und haben miteinander deutscht, statt dass sie sich um die Fahrgäste gekümmert hätten und die weitergescheucht hätten. Mhm. Dadurch ist es dann zu U-Bahn-Staus gekommen, weil einfach die Bahnsteige sich nicht geleert haben. Mhm. Und dann fährt der Zug natürlich nicht raus und dann kann der nächste nicht reinfahren und dann staut sich das alles so auf. Also da schau, das habe ich schon Jahre besser erlebt. Ja, das hat diesmal nicht besonders. U1 hat nicht funktioniert heuer. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte mir dann noch überlegt, dass ich irgendwie am Samstag oder Sonntag nochmal hinfahre und dann war es mir irgendwie zu warm und dann war ich zu faul und dann habe ich jetzt vielleicht irgendwas verpasst. Und Montag gestern saß ich dann mittags in irgendeinem Imbiss und dann war irgendwie so ein Anzeigenblatt und da stand irgendwie Leiche gefunden und irgendwie, also die haben... Ich habe sogar zwei heuer. Irgendeine Wahnsinns-Dingens-Schlagzeile draus gemacht, dass das ganz fürchterlich ist. So. Zwei. Eine gefunden und einer, der angeschwemmt worden ist und eigentlich nichts damit zu tun gehabt hat. Und ein Jugendlicher, der zur Abkühlung reingesprungen ist und nicht schwimmen hat können. Aha. Das ist halt dann auch nicht sehr vernünftig. Das war so, ich habe den Artikel dann gar nicht gelesen, aber das war so ein bisschen aufgemacht. Bloß ich habe bloß die ersten Zeilen gelesen, so irgendwie, dass das Donauinselfest da irgendwie dran schuld wäre. Und dann habe ich gedacht, okay. Heißerisch. Naja. Mir ist positiv aufgefallen, dass es Leute gegeben hat, die haben gepicknickt. Die haben sich ganz schlau ein bisschen abseits gesetzt, wo du immer noch gut beschallt worden bist, aber halt ein bisschen mehr schon im Grünen warst und nicht mehr im Gedränge. Da haben sie so ihre Picknickdecken ausgebreitet und alles mitgehabt. Da haben wir gedacht, das ist eigentlich schon nett. Das kannst auf einem kommerziellen Rockfest wahrscheinlich nicht so, weil da lassen sie sich ja nicht rein mit mitgebrachten Getränken. So in 3 Kilometer Entfernung geht das dann. Ja, nein, also die waren... Im Geschehen, aber nicht im Gedränge. Da haben wir gedacht, so gehört es eigentlich. Aber hoffentlich bleibt es gratis. Irgendwas habe ich ja gelesen, dass sie andenken, so 5 bis 10 Euro zu nehmen. Wobei es für gewisse Areale zumindest, um dort dann noch größere Headliner zu holen. Nur der Oberorganisator oder der ursprüngliche Organisator hat das vorgeschlagen und die Gemeinde Wien hat abgelehnt bislang. Also wir werden sehen, wie sich entwickelt. Nicht, wie man sollte auch dazu sagen, es ist eins schon der größeren gratis Freiluftkonzerte, das 3 Tage ist. Hast ja sonst auch nicht überall. Ne? Panem et circenses. Genau, und der Effekt der echten Wiener wie ich und Gregor ist dann oft, da sind so viele Leute, gehen wir nicht hin. Ja, deswegen gehe ich meistens was trotz, aber dieses Jahr war ich auch zu voll auf der Coach. Du hast einen super Tweet abgesondert, mein Sofa frisst mich. Ja, was? So war es auch. Mein Sofa frisst dich. Na, so alle 10 Jahre kann man hingehen. Nein. Ja, ich kann ja nächstes Jahr weiß ich ja, wo es ist, da kann ich ja dann rechtzeitig hinfahren. Mir ist aufgefallen, dass gewisse Fressbuden mehrmals waren. Ja. Ist das schon länger? Das wird oder? Immer mehr verkettet sozusagen. Ja, also dann stehen jetzt auch schon so. Dann erkennt man es ja dann teilweise auf von den Weihnachtsmärkten wieder. Und so, ja. Das ist halt, das ist immer organisierter, diese Geschichten. Was man die Salzburger Brezen, die gibt es glaube ich 5-mal. Ja, oder so. Die waren öfter, ja. Was mich imponiert hat, war Rockfood, kann das sein? Oder Hardrockfood oder so? Ja, das mit dem, wo sie Chicken Wings und ja, so. Ja, so, also wie eine McDonald-Kette praktisch mehrmals. Was sind Salzburger Brezen? Habe ich mich auch gefragt. Eine Firma, die Brezen verkauft. Ah, ja. Aber so weiche, nicht. Aber Laugen schon. Ja, sie haben auch Laugen, aber... Auch Laugen, okay. Auch Laugen. Ja, ja, aber die typischen waren nicht Laugen. Ne? Ja. So Blätterteig und so
Was ist der weiche Teil mit Schuppen? Ja, die getunkten und. Die waren, die habe ich doch im Winter auf irgendeinem Weihnachtsmarkt auch schon gesehen. Genau. Ich habe eine schöne Lebenssache, zwei eigentlich, schöner Gemen. Eins ist eine Nachricht, Master of Orion wird neu publiziert. Das ist ein... Ich habe es, glaube ich, schon öfters hast du davon berichtet, oder? Von, also nicht von dem jetzt, aber früher gab es da schon, ist ein, schon älter, ein Spiel, das es schon länger gibt. Das Spiel, das Master of Orion, ist von Simtex, das gibt es schon urlang, so eins. Gleich nach Civilization im Weltall. Also ja. Klassiker, und der Einserteil wird jetzt noch von Fans sehr gerne gespielt in der DOS-Box. Und ich glaube, über Kickstarter oder so haben sie jetzt im Prinzip dasselbe Spiel, nur mit besserer Grafik. Wird jetzt. Und hast du gebackt? Nein, ich habe es über Steam gesehen. Ich habe nur gesagt, ich interessiere mich dafür. Es kommt anscheinend auch unter Linux raus. Mhm. Und du zahlst halt einfach dafür, dass du dein Lieblingsspiel von damals jetzt auf einem modernen PC spielen kannst. Aber ja, ich habe auch nicht ganz rausgekriegt, ob es irgendwas, eine neue Spielidee reintun oder irgendwas erweitern, aber anscheinend auch nicht. Es war nur ein großes Video, dass irgendwelche Synchronsprecher, also nicht Synchronsprecher, berühmte so Science-Fiction-Serien-Schauspieler, die Sprechrollen machen lassen von den 3D-Figuren, von den Zwischensequenzen, was eigentlich der unnötigste Teil ist von allem. Aber das, ja. Und sonst, ich habe ein hübsches Online-Roguelike entdeckt, das heißt Force of Nature, wird verlinkt in den Shownotes, und du bist ein Baum und schützt den Wald und rennst im Wald herum als Baum und machst irgendwie böse Eindringlinge fertig und hat so eine sehr abstrakte Grafik und lässt sich im Browser mit spielen. Öko-Hintergrund sozusagen. Ja, mehr so Druid, Druiden-Magie, okay, so Dings. Aber es ist so extrem simple Grafik, aber nette Idee. Hast du da noch Eiran drin? Ja. Es gibt noch Eiran. Kann ich ausgeben. Danke. Die Drogen. Könntest du uns noch mehr, aber du bist jetzt alle schon recht bedient, oder? Jetzt mit Eiran wieder topfit. Ja. Topfit. Wenn du noch mehr kannst, Thorst. Eine TV-Serie, Marseille, habe ich von der schon erzählt? Marseille? Nein, ich denke nicht. Okay. Also ich habe Serien geklotzt. Und zwar, wie heißt das, Binge-Watching? Also gleich eine ganze am Stück in zwei Tagen oder so. Und die heißt Marseille, und das ist die europäische Antwort auf diese... Oval Office, House of Cards. Okay. Ja, also so, auch mit Sex und Intrigen und Gewalt. Und aber in der französischen Politik angesiedelt. Ja, und das weiß man ja, französische Politik ist schmutzig, und das Ganze spielt aber in Marseille, dort ist immer sonnig, und das ist dann halt so eine sonnige Stadt, wo man sich immer denkt, boah, schöne Villa, boah, da müsste schön sein wohnen, aber dann sind die halt alle ganz böse. Und die Hauptrolle spielt Gérard Depardieu. Auf Russisch? Nein, auf Französisch. Und ich habe es gesehen, Französisch mit englischen Untertiteln. Und das kann ich insofern sehr empfehlen, weil also die TV-Serie, man kann es auf Wikipedia nachlesen, hat urschlechte Kritiken in Frankreich gekriegt, weil es so also bla bla für den englischen Markt produziert und nicht französisch genug oder so. Und vor allem nicht intelligente Dialoge. Es gibt ja dieses Bonmot über französische Filme, das alle im beim Abendessen herumstehen und tratschen die ganze Zeit und nichts passiert. Und das ist halt das Gegenteil davon, da passiert dauernd was und sie tratschen nicht genug. Aber das Coole ist, wenn man sich's anschaut, im Original mit Untertiteln lernt man sehr gut Französisch schimpfen und fluchen, weil sie nicht sehr viel Dialoge haben, die man auch so ganz gut kapiert, warum wer jetzt gerade auf wem böse ist und so und wem bedroht oder belügt. Und dann sind halt immer diese einwortgezielten Beleidigungen. Also, ja, okay. Also zum Französisch. Zum Französisch richtig lernen, ja, ist super. Okay. Also du bietest jetzt auch einen Kurs an? Ich? Ja. Nein. Französisch schimpfen haben wir. Nein. Sommerkurs? Bitte. Ich bin traumatisiert, ich hatte 8 Jahre Französisch in der Schule. Also. Und es ist absolut nichts hängen geblieben. Echt? Ja, das ist sehr an mir vorbeigegangen damals. Ich hatte so einen total super Französischlehrer. Und das liegt einfach, glaube ich, am Lehrer. Und ich habe, nachdem ich ja Vierteljahr erst Französisch Unterricht hatte, oder ein halbes Jahr, haben wir einen Schüleraustausch gemacht. Und das durch das Reden, das hilft sicher, und das Reden müssen, lernst du es halt echt gut.
Nein, einfach mal See anschauen. Also ich kann es empfehlen. Es ist halt schön. Ja, natürlich jede Menge französische Frauen, die aus abstrusesten Gründen Sex haben, um ihre politischen Intrigen vorwärts zu treiben. Und dann noch so eine riesige Vater-Sohn-Ödipus-Geschichte, wo der Sohn den Vater praktisch umbringen will, auch aus nicht ganz geklärten Gründen. Mhm. So, ja. Marseille. Okay. Ein großes Politbuch habe ich, das mache ich nächstes Mal. Ich habe es eh noch nicht ganz ausgelesen, über Postkapitalismus. Ach, okay. Genau. Stimmt. Und sonst, wir haben noch ca. 15 Minuten Interview mit dem Entwickler aus dem Burgenland. Dass du dran schnipseln wirst. Werde ich dran schnippeln? Wirst du dran schnipseln? Genau. Wirst du dran schnippeln? Werde ich dran schnipseln. Okay. Schnapp. Ja, ich darf wieder. Ich habe Post von der Staatsanwaltschaft gekriegt. Anna versus Freistaat Bayern. Oh mein Gott. Ja, ich kann jetzt wieder guten Gewissens überall hin. Echt? Okay. Ja, weil Moment, ich muss behorsten die Formulierung gleich wieder, weil das Verfahren eingestellt wurde mangels Beweisen, wenn ich jemanden nicht verfolge, dann Sie haben es doch nicht beweisen können, weil es dich nicht erwischen hast lassen. Ach so. Entschuldigung. Du hast jetzt keine Satisfaktion gekriegt oder Geld zurück oder die Zeiten sind Bescheinigung, vorbei, dass du eh brav bist. Ja, das ist ja das. Das ist das im Grunde. Das ist jetzt Mangel an Beweisen klingt nicht sehr aufregend. Also Verfahrenseinstellung, dass irgendwie ums Geld ausgegangen ist. Weil keine Lust gehabt hat. Nee, weil ich habe nämlich extra nochmal nachgefragt. Das heißt, ist das schon das gut. Das ist jetzt einfach gut und das ist jetzt bei. Also die haben ja. Der hat ja gesagt, da Beweise, ja. Der hat. Mhm. Und dann haben halt die gesagt, na, Entschuldigung, das ist kein Beweis. Mhm. So. Ach so, okay. So, deswegen also es wurde ein Verfahren gegen dich angestrengt und dieses Verfahren ist jetzt eingestellt worden. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, das wurde. Ach so, das hätte ich vielleicht noch dazu. Ja, der ist ja der Typ, der ist ja dreist genug, dass er irgendwie Verfahren gegen mich angestrengt hatte und die Staatsanwältin hat ja gesagt, nee, jetzt nicht. Weil jetzt darfst du ungehindert durch ganz Deutschland reisen und darfst dich überall bewegen. Ja, ich habe jetzt eigentlich gerade nicht das Bedürfnis danach, aber ich könnte jetzt überall wieder, ich darf jetzt auch wieder ganz gezielt absichtlich auf Veranstaltungen gehen, wo der Typ ist. Genau. Ich darf jetzt, der hat ja sich als jemand anders ausgegeben. Ne? Ja, aber ist eigentlich relativ schnell gegangen. Monate fast. Zwei Monate. Ist das nicht schnell? Ja, wenn es so offensichtlich ist. Mhm. Was ich jetzt gerne noch gemacht hätte, weil der hat ja ganz, also der eine, der nicht der eine war, also das ist ja, ne? Also dessen Name die Anzeige erstattet wurde, der weiß bis heute noch nichts davon. Ich erreiche den nicht und der andere erzählt dann logischerweise nicht. Ne? Und jetzt hätte ich ganz gerne eine Anzeige erstattet, jetzt hat aber ich habe es nicht telefonisch nicht bis zur Staatsanwältin geschafft, da glaube ich, kommt man nicht so leicht hin. Ich bin an der Sekretärin hängen geblieben und die hat gemeint, ja, Sie können ja jetzt schon eine Anzeige erstatten, aber sie müssen halt jetzt erstmal in Österreich dort zur Polizei gehen. Und dann bin ich halt in Österreich auf die Polizei marschiert. Und dann hat er gesagt, ja, das ist super, das sagen sie immer, wenn sie nicht wissen, was sagen sollen. Der hat dann gemeint, das ist ein bisschen eine blöde Sache jetzt, weil eigentlich ist das ja eine Geschichte, die ich in Deutschland anzeigen müsste. Was er machen kann, er kann jetzt an die österreichische Staatsanwaltschaft nur Meldungen schreiben. Und wenn die dann sagen, das ist ermittelnswert, dann können die quasi in der deutschen Staatsanwaltschaft sagen, die jetzt bitte ermittelt jetzt. Was sie wahrscheinlich nicht tun, weil das irgendwie zu anstrengend ist, selber können sie nicht ermitteln, weil Österreich in Deutschland geht nicht. Und dann hat er gemeint, und die Deutschen, die sind aber so, dass sie wahrscheinlich sagen, ja, die Frau Geiger, die wohnt ja in Österreich, das geht uns jetzt nicht so. Mhm. Und also du wirst vor dem Gesetz jetzt nicht gleich behandelt, weil du nicht zu Hause lebst, sozusagen. Ja, von den Deutschen vor allem. Ja, das finde ich jetzt nicht so nett. Ja, ja, ich finde es halt vor allem nach wie vor einfach eine Frechheit, dass der einfach irgendwie die Unterschriften fälscht. Kannst nicht für den Typen so ein Betretungsverbot für Österreich erlassen oder so? Das wird dir gutschen.
ich weiß nicht, ob ich retourkutschen will. Ich möchte halt eigentlich, dass der andere einfach erfährt, dass da jemand rumrennt und sagt, er ist er. Das hast du jetzt über einen Podcast gemacht. Ja, das weiß ich halt nicht. Das müssen halt die Podcasts jetzt irgendwie weiter erzählen. Weil das, also das finde ich halt nach wie vor, das ist jetzt einfach so erledigt und ich finde das immer nur. Creepy. Ich finde, der muss es wissen. Ja. Naja. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt offiziell mit Siegel und das ist kein Stalking. Sehr gut. Ja, kann ich mir ja rahmen. Hast du bitte eine weiße Weste? Ja, stimmt, jetzt will ich eine weiße Weste haben. Achso, ja, ich habe. Ja, natürlich. Lichtenlos ist die nicht, ne? Nein, es ist lückenhaft. Ja. Es ist eine gehäkelte Netzmusterjacke, um das jetzt mal so, die lückenlos ist sie wirklich nicht. Ja, beschließen wir's. Ich würde sagen. Viel Spaß noch beim Interview im Anschluss und wenn Sie dabei sein wollen, wir treffen uns wieder nächsten Dienstag 19.30 Uhr, höchstwahrscheinlich im alten AKH. Auf der Biertoch.at-Seite wird's und im Twitter-Feed wird es angekündigt. Alles klar, bis deine. Tschüss. Ciao.